Ja, es geht einfach darum, bei meiner Kunst wirklich die Welt bunter zu gestalten. Ja? Ohne Farben wäre das Leben einfach langweilig. Ne? Es ist so ein, aus Spaß heraus entstanden, das ganze Projekt, ja. 1,5 Millionen Münchner. Ich hatte eben schon so viel Skizzen irgendwie nach 5 Jahren in der U-Bahn zeichnen. Und dann dachte ich mir, machst du einfach ein Projekt draus und habe dem Ganzen eben einen Namen gegeben, dass ich eben alle Münchner zeichnen will. Es ist schon ernst gemeint, aber es soll natürlich auch immer noch Spaß machen für mich. Also wenn ich jeden Tag 80 Leute zeichne, wäre ich mit 80 Jahren fertig. Und wenn ich jeden Tag 140 zeichne, wäre ich mit 60 Jahren fertig. Ich wollte einfach ein bisschen besser werden im Zeichnen einfach und habe dann immer so Stift und Block mit in die U-Bahn genommen, habe dann einfach angefangen, Leute zu zeichnen und das Projekt hat mir irgendwie so Spaß gemacht, dass ich mir dachte, hey, ist was mich so richtig angefixt hat sozusagen, ja, und was mir einfach gut gefallen hat und deswegen konnte ich damit einfach nicht mehr aufhören. Schon wichtig für mich, dass ich meine Sachen einfach schnell zu Papier bringe, ja, oder auf die Leinwand. Wenn man halt so schnell die Zeichnungen macht, ist es halt so, dass teilweise gute Zeichnungen rauskommen und teilweise auch weniger gute, ja. Aber die meisten Leute erkennen sich eigentlich schon bei den Zeichnungen und finden allein die Tatsache interessant, dass es halt in so kurzer Zeit gemacht wird, ja. Also ich male hauptsächlich, also wirklich gerne auch große Bilder, ja, in Acrylfarben. Das ist so, es muss einfach trotzdem alles spontan sein bei mir, ja. Dass es halt wirklich so in einem Fluss ist. Es geht einfach darum, dass das Ganze wirklich direkt aus dem Kopf rauskommt und direkt auf die Leinwand gebannt wird. Ich zerstöre eigentlich bestimmt 50% meiner Arbeiten. Ich übermale teilweise Leinwände und aber das Interessante ist natürlich auch, wenn ich ein Kunstwerk geschaffen habe und ich zerstöre das wieder, da kommen einfach Sachen dabei raus, die mich wieder auf neue Ideen bringen. Genau, und deswegen zerstöre ich einfach Kunstwerke wahnsinnig gern. Ich habe eigentlich schon immer gezeichnet, ja, und das hat mich einfach gar nicht mehr losgelassen. Also es ist so, ich kann einfach gar nicht ohne jetzt. Weil es halt wirklich so ist, dass ich dann mittlerweile auch schon sozusagen überall zeichne. Ob es jetzt in der U-Bahn ist oder auf der Toilette auch schon teilweise, ja. Also es gibt eigentlich wenig Momente, wo sich nicht um Kunst drehen bei mir, ja.